Dass die Daten von Gefangennahme und Flucht der Königin so exakt überliefert sind, verdankt die Nachwelt Adelheid selbst. In der Hauschronik der Ottonen, dem Merseburger Nekrolog, der heute in der Domstiftsbibliothek von Merseburg verwahrt wird, hat sie später diese beiden Schicksalstage eintragen lassen. Aus Odilos Chronik kennen wir die Umstände ihrer Flucht. Vor Berengars Häschern muss sie sich in einem Kornfeld verbergen. In einem Sumpfgebiet wäre sie fast verhungert. Erst als sie das Bistum Reggio erreicht, ist sie in Sicherheit. Auf der Burg Canossa, die einem Lehnsmann des Bischofs gehört, ist sie außer Gefahr. Etwa zur selben Zeit zieht König Otto über die Alpen und nimmt Pavia ein. Kampflos, denn Berengar war geflohen. Kaum zwei Monate später wird die Basilika San Michele in Pavia wieder Schauplatz eines glücklichen Ereignisses. Adelheid ist 20 Jahre alt und heiratet zum zweiten Mal. Ihren Bräutigam hat sie selbst gewählt. An seiner Seite wird sie Königin von Italien und im Reich der Ottonen. Auch Otto, doppelt so alt wie seine Braut, dürfte zufrieden gewesen sein. Dank Adelheids Herrschaftsrecht bekommt er, was jeder König des Mittelalters begehrt, die Krone Italiens, den Schlüssel zum Tor in die romanische Welt. Die Verbindung zwischen Adelheid und Otto ist eine weichenstellende Aktion gewesen. Damit wurde das Reich südlich der Alpen und das Reich nördlich der Alpen miteinander verknüpft. Insofern waren die beiden eigentlich, wenn man dynastisches Denken zugrunde legt, also das Interesse von Adels- und Königsfamilien, dann waren die wie füreinander geschaffen. Es kann auch einfach Liebe gewesen sein, aber das ist wirklich nur spekuliert. Am 9. Oktober 951 werden Adelheid und Otto I. in Pavia getraut. Eine Heirat mit europäischer Dimension. Der neuen Familie gehören die Königreiche Italien und das der Ottonen zu dem Burgund, wo Adelheids Bruder Konrad inzwischen König ist. Damit und mit der Kraft der Heiligen Lanze hat König Otto die besten Aussichten auf die Kaiserkrone. Im Februar 952 bricht der Hofstaat auf nach Norden. Zu Ostern erreicht das Paar Magdeburg, Ottos Lieblingspfalz. Hier entdeckt Adelheid ein Stück ihrer Heimat Burgund wieder, den heiligen Mauritius. Diese Urkunde belegt, dass die Ottonen dem Schutzheiligen ihrer Kindheit sogar ein ganzes Kloster geweiht hatten. Das heute unter dem Magdeburger Dom liegende Mauritiuskloster. Doch schon ein Jahr nach ihrer Flucht aus Berengars Fängen muss Adelheid erkennen, dass sie ihren Widersacher keinesfalls besiegt hat. Berengar hat es tatsächlich gewagt, aus seinem Fluchtnest in Italien an den Hof Ottos und Adelheids zu kommen. Verzeihung will er erbitten. Und wenn schon nicht die Königswürde, so doch erneuten Einfluss in Italien. Was will Berengar von dir? Ich werde nicht zulassen, dass du ihn empfängst. Niemals! Die Tradition verlangt, dass ich seine Unterwerfung annehme und milde walten lasse. Ich weiß. Aber zu sehr hat er mich gedemütigt. Otto der Große wird sehr früh erkannt haben, dass Adelheid von einer anderen Art ist als die Gemahlin, die er vorher hatte, Edgita, die eben nicht in dieser Weise in den Vordergrund getreten ist. Adelheid ist von Anfang an eine mitherrschende, mitregierende Königin. An diesem Tag wird allen klar, dass sie mit dieser Königin zu rechnen haben. Also gut. Berengar soll warten. Erst nach drei endlos langen Tagen empfängt Otto den Markgrafen. Ein politischer Skandal.
aber Adelheids Genugtuung. Seit den Kaiserinnen der römischen Antike hat keine Frau mehr gewagt, so unmittelbar in die Politik einzugreifen. 3 Monate später weist das Königspaar dem Markgrafen gnädig seinen Platz zu, als Statthalter von Italien. Die Weltchronik Otto von Freisings zeigt Berengar am 7. August 952 demütig auf den Knien vor dem König. Wenig später droht neue Gefahr. Die Ungarn fallen ein in Ottos Reich. Gegen das gefährliche Reitervolk hatten sich Adelheids Vater und die Ottonen einst verbündet. Otto ist entschlossen, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Als er im Sommer 955 gegen die Ungarn zieht, ist Adelheid schwanger. Mit jenem Sohn, der später der Thronfolger sein wird. Ganz sicher hoffte das Königspaar auf die Kraft der Heiligen Lanze, die Ottos Kriegsglück garantieren sollte. Die Bedeutung der Heiligen Lanze für Otto den Großen ist enorm. Den Gipfelpunkt in dieser Entwicklung sehen wir dann in der Schlacht von 955 auf dem Lechfeld gegen die Ungarn, bei der Otto der Große die Heilige Lanze mitnimmt, vor sich herträgt sozusagen als Symbol, als Garant für den Erfolg und als der Sieg errungen war, ist ja der Ruhm der Heiligen Lanze, nicht nur Otto, sondern auch der Heiligen Lanze, grenzenlos. Nur der erfolgreiche Kriegsherr wird ja anerkannt von seinem Volk, hat die Hilfe und den Segen und das Heil Gottes auf seiner Seite. Ottos Sieg in der Lechfeldschlacht am 10. August 955 beschert ihm und seiner Dynastie einen unglaublichen Triumph. Noch auf dem Schlachtfeld rufen ihn die dankbaren Truppen zum Vater des Vaterlandes aus und erheben ihn quasi zum Kaiser. Mit der Krone Italiens und dem Besitz der Heiligen Lanze eine durchaus realistische Perspektive für Otto den Ersten, der von nun an der Große genannt wird. In der Pfalz Dornburg bringt Adelheid im Dezember 955 einen Sohn zur Welt, Otto den Zweiten. Mit der Geburt des Thronfolgers ist die Erbfolge der Ottonen gesichert. Es ist zu vermuten, dass Adelheids ehrgeiziger Lebenstraum spätestens jetzt Gestalt gewann. Ich will Kaiserin werden. Du verlangst viel, Adelheid. Ich weiß. Noch ist Otto nur Kaiser der Herzen und eine Kaiserin hatte es im Römischen Reich schon seit der Antike nicht mehr gegeben. Doch Adelheid sorgt selbst für die gesetzlichen Grundlagen ihrer Krönung zur Kaiserin. Sie führt mit einem Ordo, dem sogenannten ottonischen Pontifikale, eine sensationelle Neuerung ein. In jedem Fall hat sie dafür gesorgt, dass ein Ordo, also eine Aufstellung, was bei der Krönung mit der Kaiserin passieren würde, gemacht wurde. Und da ist ja auch eine Kaiserinnenkrönung dann vorgesehen, was bis dahin nicht üblich war. Ein Anfang erst. Doch 960 rückt die Erfüllung des Kaisertraums plötzlich in greifbare Nähe. Ausgerechnet Adelheids Todfeind Berengar, den Otto in Italien als Statthalter eingesetzt hatte, liefert den Anlass dafür. In einem Brief an König Otto beschwert sich Papst Johannes XII. Über den Markgrafen und dessen Tyrannei, unter der das Land und selbst Rom zu leiden hätten. Er bittet den König der Ottonen um Hilfe gegen den grausamen Berengar. Ob Berengar weiß, dass er uns das Tor nach Rom öffnet? In Magdeburg fällt Anfang 961 die Entscheidung, mit einem Heer in die heilige Stadt zu ziehen. Zuvor will Adelheid ihre nunmehr 3 Kinder in Sicherheit wissen. Ihre 2 Töchter bringt sie ins Damenstift von Quedlinburg, das von Ottos Mutter Mathilde geleitet wird. In Aachen macht das Paar erneut Station. Wieder ist es Adelheid, die hier eine im Norden bislang unbekannte italienische Tradition einführt. Sie lässt ihren 5-jährigen Sohn zum Mitkönig krönen. Hier im Aachener Dom, wo nicht nur sein Vater Otto, sondern schon Karl der Große gekrönt wurde.
Am 31. Januar 962 erreichen Otto und Adelheid Rom. Kampflos, denn Berengar hat sich auf eine sichere Burg in den Bergen zurückgezogen. Der Weg zur Kaiserkrone, den Adelheid Otto durch ihre Heirat eröffnet hat, ist frei. Odilo von Cluny fasst Adelheids Verdienst in den Vers: Der edle König Otto dann durch sie den Kaiserthron gewann. Der 2. Februar 962 ist der Tag von Adelheids Triumph. Sie ist 31 Jahre alt, als ihr ehrgeiziger Traum Wirklichkeit wird. Der für die Rettung Roms und Italiens dankbare Papst salbt und krönt Adelheid und Otto im Petersdom, in der Kapelle des heiligen Mauritius. Adelheid ist jetzt Kaiserin des Römischen Reiches. Die Dynastie der Ottonen steigt damit zur europäischen Großmacht auf. In der Rückschau wissen wir, dass diese Verbindung zwischen ihr und Otto dem Großen über Jahrhunderte politisch und kulturell die Weichen gestellt hat. Adelheid ist sicherlich eine entscheidende Person, eine entscheidende Figur für die imperiale Ordnung Europas, die im Grunde ja bis weit in die Neuzeit, wenn man so will, bis 1806 eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Diese Urkunde vom 13. März 962 belegt, dass der neue Kaiser weiß, was er seiner Frau verdankt. Consors Imperii, Teilhaberin der Imperialen, der kaiserlichen Macht, nennt er sie hier zum ersten Mal. 3 Jahre später kann die Kaiserin ein belastendes Kapitel ihres Lebens endgültig abschließen. Auf einer italienischen Bergfestung, in der sich Berengar versteckt hatte, wird er aufgespürt, belagert und festgenommen. Ihr ärgster Feind, der sie einst gedemütigt und bedroht hatte, ist nun selbst ein gebrochener Mann. 966 wird Markgraf Berengar in Bamberg im Kerker sterben.